Hey Gamerinas, ich bin jetzt der Marc, der B-Mac, und heute spielen wir wieder so ein Jazz-Spiel, das Hearthstone. Und warum spielen wir das, Gile? Und Modi so das Zuschauen da hier, das Geschmeiss da. Ich will einfach nicht. Ich will nicht nachdenken, ich will etwas Einfaches. Und heute spielen wir Demo Mage Reno. Das ist so ein Deck, das ich irgendwo auf der Internetseite gefunden habe, wo alle gefunden haben, das ist mega gut, das ist mega gut. Und du wirst, wenn das bei mir funktioniert, ist das gut. Und wenn es bei mir nicht funktioniert, ist das nicht gut, weil ich bin auch scheiße in dem Spiel. Also, checkt ihr die Ironie. Ja, ist ja gleich. Es kommt jetzt auf jeden Fall. Hä? Ja, also Schurke ist das, was wir haben. Ja, Eisblock immer gut, weil was das Deck im Prinzip macht, ist recht einfach. Der hat einen Reno, der tut euch das ganze Leben wieder aufbauen. Und der hat der Eisblock. Und der Eisblock ist natürlich gäbig, weil der Eisblock ja, macht euch unverwundbar. Ich habe keine Ahnung von dieser Klasse hier, muss ganz ehrlich sein. Und jetzt kommt noch gerade so einer. Wirklich no Ahnung von dieser Klasse. Ich weiß nicht, ob die irgendeinen Konter haben zu meinem Eisblock. Ich glaube, eine Klasse hat. Ein Kontra, aber fragen mich noch nicht, weil ich habe keine Ahnung, welche Klasse. Was macht er? Kriegst du da mein. Ah, oh, kriegst du gerade direkt an. Einfach gerade. Gib mir den Beutz. Okay. Das kannst du natürlich machen. Ja. So, wir tun jetzt beschwören und greifen da. Was wir bekommen. Oh, ja, das ist das Beschissenste bekommen wir. Warum da? Gerade raushauen. Der Karl geht auf den, nicht auf mein Ding da. Das ist wahrscheinlich nicht. Beim Reno ist es einfach so, wenn ihr die Karte habt, könnt ihr für jede andere Karte nur eine nehmen. Ist nur so ein bisschen schwierig, ich check's noch nicht so richtig wie. Ist ja wirklich aber die schlechteste Karte, die ich können bekommen. Ist ja wirklich so. Ja, das ist mir doch scheißegal. Mach jetzt endlich, du Kackbride. Ich hätte wahrscheinlich noch irgendwie kalkulieren, welche Karte sie muss nehmen. Wow, bist du gut! Wow, shit, ist der gut. Grösste Kackbride bist. So sieht's aus. Attacke. Rein. Der Mana Wyrm ist natürlich super, der macht Schaden wie verrückt. Oh, da, jetzt kommt der John Cena, du leck, du Bobby. Okay. Hauen wir doch mal den weg da. Und nachher würde ich wirklich fast vorschlagen, dass ich den. Ja. Jetzt ist es halt so, weil ich habe keine andere Möglichkeit. Dann tun wir den Trade ist gut, aber dem ist ja. Es gibt eine Karte, die bringt mir zwar jetzt einen Scheiß, aber es gibt eine Karte aufs Deck, immerhin. Ist ein schade. Schurke ist wirklich so die Klasse, die ich am wenigsten gesehen habe. Die habe ich am wenigsten gespielt. Keine Ahnung, was er da bringt. Wahrscheinlich ist es irgendwie so ein Oul-Rug, oder wie heißt der Scheiß? Da, da. Nein, da hier. Er scheint mir am sinnvollsten zu sein. Oh, ich will da putzen, hä? Das? Oder das? Das ist schon geil, oder? Das oder das? Was meint ihr? Erhaltet eine Kopie jedes befreundeten Dieners auf die Hand. Das wäre geil, das machen wir. Ist dann gut. Wenn er jetzt nicht irgendwie eine super Waffe hat. Ja, das ist recht geil. Ja, aber nee, jetzt genau, jetzt wenn ich da hier mein super Dingli hätte. Ja, gut, okay, nehmen wir da. Ich Lotep könnte ich bringen. Ja. Ich finde eigentlich fast noch okay da. Was haben wir da? Das finde ich irgendwie nicht so, so der Special Beste, glaube ich. Ja, und noch da.
Dann habe ich wieder ein Board Control. Und das habe ich da bekommen. Eisblock habe ich ja. Der Rhino habe ich noch nicht. Meine Main-Karte, die eigentlich essentiell wäre, die habe ich leider noch nicht. Ja, mal schauen. Ah, das ist so ein lame Brütsch, man. Du weißt schon, dass ich jedes Mal, wenn ich die Karte bringe, dass ich kann. Ja, yeah, ist okay. Ah! Viel Spaß, du blöder Sieg. So, okay, also, ja, was nehme ich da? Das ist jetzt eine gute Frage. Den gerade wegjetten kann ich nicht. Gut, ich könnte den bringen, ist aber. Soll ich den bringen? Gut, nein, den bringe ich nicht. Das ist scheiße. Ich muss ja nicht. Ich muss überhaupt nicht irgendwie stressen. Oder? Gut, ich könnte jetzt den bringen, es würde mir vielleicht auch ein bisschen ein Konzept bringen. Ich bringe mal den Loatep. Ja. Opfern wir. Skizze. Duplizieren. Wow, wäre auch schön. Hoffentlich halten wir den weg. Dann dupliziert es noch. Oh, ich habe noch. Ich glaube, ich habe fast kein Ding mehr. Ne, das ist mir scheißegal, ehrlich gesagt. Ja, joi, bravo. Das war ganz gut. Riesenhure Kackbreide bist du. So. Uiuiui, jetzt muss ich da ein bisschen aufräumen, mal ein bisschen, was kann ich machen? Der wäre sicherlich sinnvoll. Rhino sicher nicht. Der wäre auch sinnvoll, aber ich habe fast nur den und der bringt ist irgendwie fast eine Verschwendung. Der wäre auch geil, aber... Und greife mal an. Weil dann nimmt man wahrscheinlich den Loatep und dann komme ich den Loatep rüber. Oh shit, nein, jetzt habe ich etwas nicht überlegt. Ich könnte mich klepfen. Ich hätte den so bringen sollen. Ja, das ist mir auch scheißegal. Das ist mir egal, warum? Das ist mir egal. Okay. Nice, danke. Aber das bringt mir nichts, weil ja, ich glaube, zu viel, oder? Ah, nein, es reicht. Ah, schön. Schöner Moment. Ist immer geil, so Zeug. Ist immer gut. Ja, also. Jetzt tun wir ein bisschen... Oh, nein. Oh, schade. Der wäre noch schön gewesen. Also, jetzt greifen wir da mal. Ja, jetzt machen wir den einfach mal. Ah ja, tschüss sagen. Den kriegst du einfach mal sicher klar, oder? Den machen wir... Nachher, können wir uns eigentlich mal heilen. Das tut da immer gut, so ein bisschen heilen. Nachher schauen wir, was können wir noch. Wir haben ja da hier noch den John Cena da. So, was haben wir da? Von dem habe ich aber huere viel. Gut, grundsätzlich ist das eigentlich super, oder? Grundsätzlich. Aber ich gamble ein bisschen gerne, komm, gamble ist gut. Gamble ist gut. Wow, so eine Lame-Bolz ist das. Ja, das ist mir doch egal, das ist mir doch, komm, das ist doch mir scheißegal. Der will Huren auf Verzögern, der will Huren auf Verzögern. Ich hasse so Leute. Richtige Kackbreide. Ja, was kann ich bringen? Was kann ich bringen? So. Nein, der Joe. Nein.
schwierige Sache. Er hat ja noch mehr von denen. Er hat... Ja, hört da, jetzt kommt er. Jetzt bringt er die Uhr härte Karte. Aber er bringt ja gar nicht. Warum bringst du den, wenn... Okay, muss ich nicht wissen. Ist ja egal. Jetzt, ich glaube, jetzt ist so eine Flammenstoß nicht mal das Dümmste, oder? Okay. Okay, warum auch immer? Ja, ich habe echt viel zu viel, das ist okay. Ja, gut, dann gehen wir da rum. Jetzt. Ja, der. Gut, jetzt mittlerweile so viel. Na, schon gut, komm. Also komm, haben wir eine Zombie-Show jetzt auch. Jetzt in dieser Situation kann ich vielleicht sogar etwas daraus machen, was Sinn ergibt. Es ist... Warum bringt er den jetzt wieder? Was ist der Sinn dahinter? Du hast ja nichts. Oh, Achtung! Ah, das ist der. Jetzt wollte er wieder retour. Jetzt wollte er wahrscheinlich retour. Jetzt holt er einen Retour. Ah, das ist so einer. So einer, der die Karte verbrennt. Jetzt holt er den Retour. Wahrscheinlich. 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 Müsste nicht einen Retour. Ja. Ist gut, Arschloch. Ja, du Show, das bringt dir aber leider nichts. Du bist jetzt so bumsert, du so hoher Arschloch, du. Der wird jetzt. Jetzt musst du schauen. Jetzt müssen wir schauen. Der sich, der mit seiner Scheiss-Taktik, du. Deine grusige Mär. Deine grusige Mär, du. Also ich habe hier 11, 13 Beliefels. Tschüss, du blöder Wichser. Ups, schade, dumm was ich. Bist du die Taktik nicht aufgegangen, du blöder Wichser. Hier. Ah. Fuck you. Deine behinderte Taktik. So spielt man das Ding da hier. So spielt man es. Der blöde Taktiker da. Irgendwie kein Scheissdreck im Internet gesehen. Ah, schon gleich. Wir gewonnen. Das Deck ist noch cool. Ich kann das empfehlen. Das ist Demo Mage Rhino Deck, das findet ihr auf Hearthstone.com oder so. Auf der Hearthstone-Seite geht ihr rein bei Google Hearthstone Decks. Ist etwas das beliebteste Deck. Spielt sich cool. Ich habe keine Erfahrung mit dem Mage, ich habe gewonnen. Hat das Ziel erfüllt, hat mich approved. Wahrscheinlich habe ich wieder 10.000 Mal falsche Karten gezogen. Könnt gerne unten kommentieren und würde ich wahrscheinlich noch wieder den gleichen Fehler machen, aber grundsätzlich könnt ihr unten kommentieren. Oben rechts habe ich so einen Knopf da, da könnt ihr abonnieren drücken, das Ding liken. Wenn ihr Finger tippt in den Arsch, dann könnt ihr so den liken. Hauptsache ihr macht irgendetwas. Und ich mache jetzt für oben.